Die Freiheitlichen Niederösterreichs legten in einer Pressekonferenz im Landhaus in St. Pölten ein Niederösterreich-Demokratiepaket vor. Darin geht es um vermehrte direkte Demokratie und gegen die Politikerverdrossenheit. Das Thema ist mehr Demokratie in Niederösterreich. Ich glaube, alle politischen Parteien sind gut beraten, die Politikverdrossenheit der Bürger nicht nur zu bejammern und zu beklagen, sondern sich erstens zu überlegen, warum das so ist. Und da habe ich also schon eine Vorstellung und eine Antwort anzubieten. Es ist deswegen so, weil die Bürger auch immer wieder ganz klar erkennen müssen, dass ein Engagement die Dinge nicht wirklich gestaltet und verändern kann. Und sich dann auch zu überlegen, wie kann ich das ändern, nämlich, wenn ich von meiner Vorstellung ausgehe, indem ich die Bürger besser einbinde und auch wirklich also zur Gestaltung heranbitte. Es muss Instrumente geben, die den Bürgerwillen direkt umsetzen, bindend für die Politik. Und da haben wir eben uns die Landesverfassung ganz genau angeschaut und festgestellt, die Instrumente, die dort verankert sind, sind nicht geeignet, die direkte Demokratie zu fördern, sondern eigentlich sie zu verhindern. Was meine ich damit? Bei der letzten Wahl hat es ja bereits gegeben, das neue Niederösterreich wählt seinen Landeshauptmann. Und in der Folge war dann auch zu lesen, gut, dass wir unseren Landeshauptmann direkt wählen können. Und die Spitze war dann, gut, dass wir unseren Landeshauptmann jetzt direkt wählen können. Dass das natürlich ein Schmäh war, ein Schwindel, wissen wir, weil mit keiner Stimme hat man den Landeshauptmann direkt wählen können. Aber wir haben gewusst und wir haben bemerkt, was die ÖVP wollte. Und wir nehmen es auch ernst, was die Bevölkerung will. Die Bevölkerung will tatsächlich Menschen, Politiker direkt wählen. Und jetzt helfen wir der ÖVP ein bisschen nach und sagen, wenn sie schon vor 5 Jahren gewollt haben, aber noch nicht den Mut gehabt haben, wir sind mutig genug, wir haben auch die entsprechende Person dazu, wir bringen das auch ein. Weil es wichtig ist, dass man den Bürgern signalisiert in einer Zeit, wo die Politikverdrossenheit immer zunimmt, dass man die Bürger ernst nimmt. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite die Bürgerrechte stärken, dass bei Initiativen, Volksbefragungen, Einsprüche etc. diese extreme Hürde von 50.000 Unterschriften auf 10.000 gesenkt wird. Das entspricht in etwa dem, wo in der Schweiz Politik gemacht wird. Und auf der anderen Seite wollen wir der Bevölkerung die Möglichkeit geben, bei Wahlen auch die sogenannten Champions, das heißt diejenigen, die hier vertreten, die Bürgermeister oder Landeshauptleute, direkt zu wählen. Und das deswegen jetzt, weil wir bereits für die Landtagswahl 2013 den Bürger die Möglichkeit geben wollen, hier das Oberhaupt des Landes, den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau per Stimme direkt zu wählen. Das heißt, 2 Stimmen, eine für den Landeshauptmann und eine für die Wahlpartei. Politische Klasse hat den Bürgern die Lust an der Politik verdorben. Wir wollen diese Lust zurückgeben, denn es ist notwendig und es kann auch eine sehr große Lust daraus entstehen, wenn man die gemeinsame Gestaltung der gemeinsamen Zukunft in die eigene Hand nehmen kann.